Natalie ist ein zufriedenes Kind. Doch in letzter Zeit fühlt sie sich immer häufiger krank. Hm. Sie hat Bauchweh. Sie hat Durchfall. Sie fühlt sich müde und abgeschlagen. Und manchmal hat sie sogar Fieber. Außerdem verliert Natalie ständig Gewicht. Oft ist sie traurig. Natalies Familie macht sich Sorgen und gemeinsam suchen sie einen Arzt auf. Der Arzt erklärt Natalie, dass sie an Morbus Crohn leidet. Morbus Crohn ist eine entzündliche Krankheit, die vor allem das Verdauungssystem betrifft. An verschiedenen Stellen zwischen Mund und After können gleichzeitig oder hintereinander Entzündungen der Darmwand auftreten, welche sehr schmerzhaft sind. Morbus Crohn hat keine genau geklärten Ursachen. In der Schweiz leiden zurzeit über 100 Jugendliche an dieser Krankheit. Bei einem Viertel der Patienten taucht die Erkrankung bereits in der Kindheit auf. Die erbliche Veranlagung spielt dabei eine Rolle. Niemand kann etwas dafür, dass er an Morbus Crohn erkrankt. Zum Glück gibt es heute Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit Morbus Crohn. Auch wenn die Krankheit nicht geheilt werden kann, helfen Medikamente, die Symptome zu lindern und den Krankheitsverlauf zu mildern. Ganz wichtig ist, dass durch eine gute und wirksame Therapie die Entwicklung und das Wachstum von Kindern unterstützt werden kann. Kinder, die an Morbus Crohn leiden, sind nicht alleine. Es gibt Hilfe. Sprich mit deinen Eltern, mit deinem Arzt und mit deinen Freunden über deine Krankheit, damit sie dich besser verstehen und dir helfen können.